Ja, ein herzliches Servus wieder an alle Freunde der gepflegten YouTube-Unterhaltung. Ja, mein Name ist King Krümelos und ich heiße euch herzlich willkommen mal zu einem kurzen, aber hoffentlich knackigen Infovideo zu meinem Kanal. Ihr habt ja bestimmt mitgekriegt, in letzter Zeit sind nicht allzu viele Videos hochgeladen worden. Es liegt einfach daran, dass ich im Moment sehr viel zu tun habe, beruflich. Und deswegen wollte ich euch mal ein kleines Status-Update geben, wie das Ganze denn so weitergehen wird. Also ich denke, da wir ja jetzt schon fast über 400 Abonnenten sind, was ich übrigens sehr, sehr toll finde, danke vielmals noch, habe ich mir gedacht, dass wir einfach mal so eine kleine Struktur in den Kanal reinbringen, was glaube ich für alle Beteiligten nur von Vorteil sein kann, für mich den Produzenten als auch für euch, die ihr die Zuschauer seid. Also es ist eigentlich ganz einfach, ich habe vor jetzt ab nächster Woche jede Woche ein Video hochzuladen. Ich glaube, das ist eine Kapazität, die kann ich wunderbar erfüllen. Und dieses Video wird höchstwahrscheinlich immer am Wochenende kommen, also entweder Samstag oder Sonntag, wo auch wahrscheinlich die meisten auch Zeit haben, es anzuschauen. Und ja, weil es ja Wochenende ist und da hat man ja eher öfters mal ein bisschen Zeit für sich. Oder auch mal an einem Freitag. Also Freitag, Samstag, Sonntag ist immer ein Videotag. Richtig, so. Dann zum nächsten Thema. Was wird denn weitergeführt? Oder was ist denn jetzt erstmal so auf Eis gelegt? Oder ja, genau. Würde ich auch gerne nochmal ein paar Sachen dazu sagen, weil ich habe ja viele Sachen angefangen und es ist ja noch vieles offen bei mir. Und es ist ja kein Projekt, was ihr angefangen habt, noch nicht so richtig fertig. So, wir fangen gleich mal an mit Rome 2. Ja, wer hätte das gedacht? Ein Spiel, das ich ja nur ein, zwei Mal Let's Played habe, aber so eigentlich sehr gerne spiele. Der Grund, warum ich es einfach nicht weiter Let's Played habe, ist der folgende, dass die Entwickler das Spiel unglaublich gepatcht haben die letzten Monate. Es ist fast, ja, nicht jeden Monat, aber so fast ziemlich ein neuer Patch rausgekommen. Und da ich immer sehr gerne mit Mods spiele, weil ich finde halt, dass das Spielgefühl nochmal deutlich anhebt und das Spiel halt auch nochmal verbessert, sind die Mods halt nicht immer aktuell gewesen und da ist halt immer halt ein Konfliktpotenzial da mit der aktuellen Version und mit den veralteten Mods. Und deswegen wurde das die letzten Monate nicht so weitergeführt. Und ich kann euch gleich sagen, die Kampagne, die ich mit Makedonien angefangen habe, die wird wahrscheinlich auch nicht zu Ende geführt werden, da der Save einfach nicht mehr kompatibel ist. Aus dem einfachen Grund. Genau, aber nichtsdestotrotz werde ich eine Rome 2 Kampagne machen, und zwar eine Augustus-Kampagne. Es gibt ja den neuen DLC, es wurde viel verändert. Es wird die neue Augustus-Kampagne eingeführt, wo es ja um das zweite Triumvirat geht und so weiter. Das dann später, wenn wir mal die Kampagne angefangen haben. Auf jeden Fall wird die Kampagne, denke ich, nicht gleich angefangen werden, aber ich denke so vielleicht Ende. Ja, Mitte Oktober, Ende Oktober wird eine Rome 2-Kampagne zum Augustus-Paket kommen. Genau, weil ich habe schon mal kurz angespielt, ich bin sehr positiv überrascht über die KI. Ja, man glaubt es kaum, aber die KI hat sich wirklich gebessert, da haben sie wirklich was dran geschraubt, vor allem an der Belagerung. Ist nicht alles perfekt, aber es ist schon ein deutlicher Fortschritt. Und haben auch ein neues Bausystem eingeführt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Die übertriebenen Mani, die Gebäude und so weiter haben sie alle weggenommen und kommt jetzt viel mehr auf Nahrung an. Und auch ein neues Politiksystem haben sie eingebaut, worüber ich auch sehr froh bin. Jetzt ist die Politik sehr transparent. Bürgerkriege können häufiger ausbrechen, nicht nur einmal im Spiel. Und jetzt ist es auch so, dass Bürgerkriege nicht einfach Armeen bei irgendeiner Stadt spawnen, sondern dass wirklich bestimmte Gebiete, in denen bestimmte Armeen von der anderen Fraktion, von einer Politikfraktion drinstehen, einfach sozusagen in die Bürgerkriegsfraktion übernommen werden und auch die Armeen, die man selber sozusagen aufgestellt hat, überlaufen und das dann natürlich nochmal ein sehr viel, ja, höherer Herausforderungsfaktor, wenn man die perfekte Armee, die man gerade eben hatte, was weiß ich, Gallien gerade einzunehmen, einfach mal schnell überläuft und man dann blöd dasteht, fast ohne Armee. Also das ist schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber nichtsdestotrotz, dazu dann, wenn wir das Spiel spielen, mehr. Auf jeden Fall, wie gesagt, erster Punkt, Rome 2 ist erstmal abgehakt. Da wird, denke ich, Mitte Oktober, Ende Oktober eine Kampagne dazu kommen. Genau. Dann der nächste Punkt. Ihr seht es schon, 13 Zwerge stehen da. Und ja, darum geht es eigentlich gerade nicht um Schlacht in Mittelerde, sondern um den Hobbit.
Und zwar habe ich ja mal angekündigt, eine Hobbit-Diskussionsrunde zu machen. Und das habe ich natürlich nicht vergessen. Und da kommen jetzt mal ein paar Infos dazu. Also, ich würde sagen, diese Runde setzen würde ich auch ungefähr so im Oktober irgendwann ansetzen. Genaues Datum muss ich mir halt dann noch überlegen. Und zwar aus folgenden Gründen. Weil im Oktober wahrscheinlich noch ein zweiter Trailer rauskommen wird. Und der wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Plot bieten wird, noch mal ein bisschen mehr Inhalt bieten wird zum dritten Film. Und darüber können wir dann auf jeden Fall fleißig diskutieren, würde ich sagen, vor dem dritten Film. Können noch ein bisschen spekulieren, was wird denn passieren, wie ändert Peter Jackson die Geschichte ab, wird er sie überhaupt richtig abändern? Gut, das war eher so eine ironische Frage, natürlich wird er das. Aber wie ist natürlich immer sehr spannend und... Da könnte man gut diskutieren, aber ich will nicht nur über den dritten Hobbit-Film diskutieren, auch, ich würde vielleicht auch mal kurz generell über den Hobbit diskutieren, über die Verfilmung, die Peter Jackson bisher daraus gemacht hat, und ich glaube, das bietet doch einen sehr interessanten Plot. Ja, ich hätte mir gedacht, dass es so ungefähr 4 bis 5 Leute sein müssen, mit denen man diskutiert, wenn wir überhaupt so viele zusammenkriegen. Ich weiß ja gar nicht, wie groß das Interesse daran ist. Mit 2 oder 3 wäre ich auch schon zufrieden. Oder wenn sich keiner meldet, dann mache ich ein anderes Special. Das würde mir, was ihr euch halt wünscht, das wäre mir jetzt auch gar nicht so, wäre jetzt auch gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall würde ich sagen, was sind so die Voraussetzungen, um mitdiskutieren zu können? Also, ich sag mal, eine grundlegende Voraussetzung ist, man muss natürlich Interesse haben an dem Ganzen, sonst macht das Ganze einfach keinen Sinn, meiner Meinung nach. Dann wäre super, wenn ihr vielleicht den Hobbit gelesen habt, oder den Herr der Ringe gelesen habt, oder das Silmarillion gelesen habt, oder die Nachrichten aus Mittelerde so mal angelesen habt, aber auf keinesfalls müsst ihr alles gelesen haben, um jetzt da der absolute Pro sein, damit ihr da mitdiskutieren könnt. Ein kleines Basiswissen wäre schön. Also den Hobbit sollte man vielleicht schon gelesen haben, weil es geht ja um den Hobbit buchstäblich, und da sollte man vielleicht das Buch gelesen haben, und man sollte die 2 Filme davor gesehen haben, das wäre natürlich auch super. Das sind so die groben Voraussetzungen. Ich würde auch gern einen dabei haben, der vielleicht noch nicht so viel weiß, der vielleicht das Silmarillion nicht gelesen hat oder die Nachrichten aus Mittelerde, so ein bisschen aus deren Sicht, weil ich sage, es gibt ja viele Leute, zum Beispiel ich habe ja sehr viel gelesen, und jetzt kurz abzudriften, das ist halt dann einfach, man hat dann nochmal eine schöne jüngere, andere Perspektive einfach, als wie von einem Kenner, der schon alles sozusagen schon gelesen hat. Jetzt mal ganz pauschal und plump gesagt. Genau, also ich wäre, so eine Mischung wäre super zwischen ein paar Neulingen, also die den Hobbit schon gelesen haben und die Filme gesehen haben, und vielleicht auch einen noch, der halt schon ein bisschen mehr Wissen hat, der halt das Silmarillion und so weiter und ein paar andere Sachen von Tolkien halt auch gelesen hat. Das wäre super. Richtig, ich glaube, das war's zur Hobbit-Diskussionsrunde. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Termin und so und wie das Ganze ablaufen wird, kriegt ihr dann im Oktober, wenn ich weiß, wann ich es machen will. Richtig, dann nächster Punkt. Ja, hier sehen wir auch wieder ein Foto aus Mittelerde. Es geht, ist ein neues aus dem dritten Film, und zwar geht es um die zerstörte Seestadt im Hintergrund zu sehen. Dann gibt es gleich auch nochmal kurz ein neues, und zwar Thranduil, der hier durch ein Meer von Leichen geht, und es spielt anscheinend alles im Tal. Ich will darauf hinaus, es geht natürlich um die Schlacht um Mittelerde-Reihe, in der ich mich ja großzügig betätige, was Videos angeht, und in der wir ja auch ein paar offene Projekte haben. Zum einen gibt es da natürlich die Krieg der Zwerge-Kampagne, die heiß gefragt ist und die wirklich auf sehr, sehr große Nachfrage stößt. Und wann wird sie denn endlich weitergehen? Nun ja, die einfache Antwort ist, die kann ich wieder nur seit einem halben Jahr kann ich sie euch geben. Sie geht weiter, wenn die Elan-Version 4.0 draußen ist. Und wann die draußen ist, da könnt ihr entweder, was weiß ich, euch mal die Karten legen lassen oder was weiß ich, in die Kristallkugel schauen, ich weiß es nicht. Nur die Modder wissen es, und die wollen sich halt auf kein Datum festlegen, damit sie halt nicht unter großem Zeitdruck stehen und einen Fristtermin haben. Was ich auch gut verstehen kann, weil, ich meine, es ist immer noch freiwillige Arbeit und man muss auch deren Arbeitsweise, finde ich, respektieren. Es macht aber allerdings sehr große Fortschritte, so viel kann ich schon sagen. Packe euch mal den Link zur Modding Union, also die Seite des Elan Mods, mal rein. Da könnt ihr euch mal auch kurz im Forum anschauen, was so für Updates neu in der 4.0 kommen. Also wirklich tolle Sachen, muss ich sagen. Die Völker sind toll umgekrempelt worden, die
Eine neue Spielmechanik wurde eingeführt. Also das ist schon sehr, sehr cool, was die ganzen Konzepte betrifft. Und auch die Modder haben wirklich tolle Arbeit geleistet bis hier schon. Also ich sage, die müsste irgendwann jetzt dann mal bald erscheinen. Richtig, so viel zur Krieg der Zwerge-Kampagne. Dann gibt es ja noch die Angmar-Kampagne, die ich sozusagen als Ersatzkampagne angefangen habe zur Krieg der Zwerge-Kampagne und zu der ja auch in letzter Zeit ein, zwei Videos hochgeladen worden sind von mir. Nun, die Angmar-Kampagne wird natürlich auch weitergespielt, ist sogar schon weitergespielt, nur ergibt es halt ein Problem, wo ich auch schon in einem Kommentar darauf hingewiesen wurde, dass die. Boah, wunderbares Deutsch. Ich liebe den Passiv einfach. Dass die Kampagne an einem bestimmten Punkt, ab einer bestimmten Mission verbuggt ist. Das heißt, sie geht da nicht weiter und die Mission kann man nicht zu Ende spielen. Jetzt frage ich euch hier mal, ob ich ab diesem Punkt, die Kampagne gibt es ja auch im normalen Schlacht um Mittelerde Spiel Aufstieg des Hexenkönigs, ob ich die Kampagne ab dem Punkt da sozusagen im normalen Spiel weiterspielen soll und nicht im Edermord weiterspielen soll, oder ob ich da einfach auch wie bei der Krieg der Zwerge-Kampagne Pause machen soll und sage, warten auf die 4.0 und dann machen wir die Kampagne, hoffentlich funktioniert sie da wieder, dann machen wir die Kampagne dort auch einfach wieder zu Ende. Richtig. So, das waren die zwei großen Kampagnen, die hier gerade am Laufen sind. Dann gibt es natürlich noch unsere Special Maps Reihe. Die wird auch weitergeführt. Da wird jetzt demnächst der Weiße Rat kommen. Das Problem beim Weißen Rat ist, dass die Mission leider auch ein bisschen verbuggt ist. Es ist halt wirklich leider so, weil die Karte halt auch für eine frühe Version einfach konzipiert wurde und für 3.8.1 einfach auch meiner Meinung nach nicht gescheit angepasst wurde. Zumindest auf meiner Spielversion hat sie da ein bisschen verrückt gespielt. Aber dazu dann seht ihr dann im Video später mehr. Dann wird natürlich auch noch Kammer des Schreckens, pardon, wurde nachgefragt, werde ich auch mal machen, wird allerdings wird eine lange Map werden, ist eine schwierige Map, aber ist einer der herausforderndsten neuen Maps im Spiel, wie ich finde, aber wird auf jeden Fall mal gemacht, damit ihr mal seht, ob wie man da durchkommen könnte. Und ja, was und noch ein paar andere Special Maps. Isengard verflucht wurde mal gesagt, soll ich mal machen? Klar, gerne. Also da werden wir schon etwas finden, auf jeden Fall noch. Also die Reihe wird auf jeden Fall weitergeführt werden. Ich glaube, dann wurde auch noch gemeint, dass ich mal die Völker vorstellen soll. Also, dass ich kein KI-Tipps-Video machen soll, so wie ich es schon gemacht habe, sondern dass ich Videos machen soll, was die Völker denn jetzt genau für spezielle Einheiten haben und Primarborium und was die jetzt alle unterscheidet. Da muss ich sehen, ob ich das mache, da ich finde, dass man doch in den KI-Tipps-Videos schon einige Tipps dazu gehört hat. Und ich finde, dass man die Völker eigentlich schon jetzt so ganz gut kennengelernt hat, so ihre Spezialitäten und ihre Stärken und Schwächen. Was ich allerdings mal vorhab zu machen, ist auf jeden Fall Multiplayer-Schlachten von Schlacht in Mittelerde zu bringen. Das wurde auch nachgefragt. Und ich denke, das ist etwas, was wir natürlich noch nicht so hatten. Und was, glaube ich, auch sehr spannend ist. Ich persönlich spiele den Multiplayer komischerweise, obwohl ich eigentlich sehr viel Multiplayer spiele, bei anderen Spielen in Herr der Ringe Schlacht in Mittelerde 2 kaum eigentlich. Und das wird bestimmt eine neue, interessante Erfahrung sein. Und da kann ich natürlich noch viel lernen von euch auch noch. Es gibt bestimmt von unter euch einige, die bestimmt aktiv im Multiplayer sind. Da können wir uns zusammen natürlich, ja, unser Gameplay da ein bisschen aufs nächste Level bringen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Genau, Schlacht um Mittelerde ist, glaube ich, dann soweit alles abgehakt. Also feststehend, die beiden Kampagnen sind pausiert aufgrund von ja, technischen Problemen. Die Special Maps-Reihe wird weitergehen und es wird wahrscheinlich Multiplayer-Schlachten gegen 1 gegen 1 oder 2 versus 2. Ich finde immer eigentlich, je mehr auf der Karte los ist, desto besser finde ich das eigentlich. Also ich finde das immer ganz lustig. Und ja, da werde ich mir bestimmt auch nochmal, irgendwo werde ich bestimmt schon einen Partner finden, mit dem ich dann was aufnehmen kann. Richtig, das war's soweit um Schlacht und Mittelerde. Jetzt kommen wir noch zu Company of Heroes 2. Ist ja auch ein Spiel, was ich sehr gerne in letzter Zeit spiele, weil ich finde, da gab's tolle Neuerungen. Und ich muss einfach sagen, die Kampagne ist ja da noch am Laufen. Und die wurde fertig produziert. Die wird jetzt dann irgendwann die nächsten
Die nächsten Monate einfach hochgeladen, die Parts. Und ich sag einfach, genau, das ist etwas, was ich vielleicht auch mal unter der Woche release, nicht am Wochenende, weil die Parts sind einfach alle schon fertig und ich weiß nicht, wie groß das Interesse da an dieser Kampagne auch ist. Und deswegen ist es so, so sind es sozusagen Videos, die auch mal vielleicht unter der Woche kommen können, könnte ich mir vorstellen, sozusagen als Ausnahmevideos, als kleine Zuckerle dann schon fürs Wochenende. Was wird da kommen? Auf jeden Fall nur Multiplayer-Schlachten, aber natürlich nicht einfach nur Multiplayer-Schlachten, sondern Schlachten, in denen ich wirklich aktiv kommentiere. Ich suche mir da Replays raus und sage euch dazu was, wie in dem einen schon, versuche Taktiken zu erklären, vor allem mit Oberkommando West, also mit den Deutschen oder dem Ostheer, mit den deutschen Fraktionen vorwiegend, da ich die einfach spiele halt, eigentlich ausschließlich. Und da werden auf jeden Fall Taktik-Guides kommen, Sachen, die man beachten muss und auf jeden Fall wird da ein bisschen das Gameplay, wie man spielt und so, sehr erläutert und dass ihr für auch draus was lernen könnt. Das ist eigentlich mein größter Wunsch dabei, genau. Es werden auch meistens 2 versus 2 oder 3 versus 3 Schlachten sein, wo man einfach aussieht, wie wichtig Teamplay ist und zusammenzuspielen, genau. Das ist soweit das ist eigentlich der Hauptfokus, den ich gerade bei Company of Heroes 2 lege. Die Multiplayer-Schlachten sind einfach, ja, das, wovon das Spiel meiner Meinung nach lebt und sind einfach auch wirklich eigentlich sehr, sehr nett gestaltet und klar, von der Balance gibt es immer ein paar Leute, die sagen, ja, nee, irgendwie gefällt mir das nicht und klar sind manchmal Sachen dabei, da denkt man sich, oh Gott, warum, ist jetzt die Einheit gerade beim Rückzug gerade so verbuggt gewesen oder wieso ist die jetzt auch noch gestorben und oder wieso sterben die Soldaten des Gegners einfach nicht, obwohl man ja eigentlich gar keine so schlechte Deckung hat und solche Sachen halt. Und ich sag aber, das gleicht sich ziemlich wieder auf. Ich meine, in einem Spiel ist es so, in dem anderen Spiel hat man dann selber mal Glück. Also das ist halt einfach auch etwas, was Echtzeitstrategie ausmacht, finde ich so ein bisschen. So dieses bisschen Unübersichtliche auch, dass man einfach mal auch mal Pech hat. Das kann halt immer mal passieren. Genau, aber das war's soweit von Company of Heroes 2. Wie gesagt, da werden nochmal kurz zusammengefasst, da werden Taktik-Guides kommen, Multiplayer-Schlachten, wahrscheinlich nicht sehr viel 1 vs. 1, sondern eher 2 vs. 2, 3 vs. 3, 4 vs. 4, solche Sachen, weil da einfach auf der Map mehr los ist und ich finde das einfach immer cool, wenn man dann schon ein bisschen größere Schlachten kommentiert hat. Außerdem ergänze ich jetzt noch kurz hinzu, werden auch mal Live-Commentaries kommen, also dass ich wirklich spiele und in der Zeit wirklich mir sage genau, was ich denn denke oder was ich denn jetzt gerade in dieser Situation für angemessen halte oder warum ich das und so mache und da könnt ihr einfach auch sehr schön nachvollziehen, finde ich, wie man einfach spielt. Das ist einfach eine tolle Art, finde ich, auch noch was dazu zu lernen. Da kann ich auch noch viel von euch lernen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt und das ist dann echt eigentlich sehr, sehr gut. Feedback ist wirklich das Beste, was ihr mir da geben könnt, genau. Wahrscheinlich auch vielleicht mal ein Duell mit einem anderen YouTuber oder so. Muss ich mal schauen, ob wir da vielleicht was machen. Aber das ist noch alles ein bisschen sehr vage. Also erstmal bei Comedy hauptsächlich, sage ich es jetzt zum dritten Mal, kommen einfach kurz Taktik-Guides und Live-Commentaries, genau, erstmal. Genau. Ich würde sagen, das war's mit diesem doch recht schnuckeligen kleinen Infovideo. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt ein bisschen Einblick gekriegt, so was ich jetzt so die nächsten Monate so machen werde und ich hoffe, es ist hat euch gut gefallen, also was heißt, es hat euch gut gefallen, es war ja heute nicht so viel in Content da, aber ich hoffe, dass ihr mit der ganzen Situation, so wie ich das jetzt so mit dem Hochladen und so mache, zufrieden seid, dass ihr da sagt, ja, okay, finde ich super und wenn ihr irgendeinen Spielewunsch noch habt, könnt ihr das natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben. Also wenn ihr sagt, was weiß ich, spiel doch mal, keine Ahnung, Age of Wonders, keine Ahnung, ein Strategiespiel, das ihr halt gerne mal sehen wollt, könnt ihr mir das auch schreiben. Ich werde es mir mal anschauen und werde es vielleicht dann mal irgendwann Dezember, Anfang Januar mal anschauen, ob wir vielleicht daraus ein neues Projekt machen können. Aber erstmal werden die alten Projekte ein bisschen weitergeführt, damit wir die mal fertig kriegen und erstmal wird kein neues Projekt angefangen. Genau. Aber ich würde sagen, damit habe ich euch einen kurzen Einblick gewährt, wie es hier auf meinem Kanal weitergeht und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in meine anderen Videos reinschaut. Bis zum nächsten Mal, euer King Krümelus. Ciao!